Wir kommen im Dreisamental, genauer gesagt in Kirchzarten, ein Städtchen 10.000 Einwohner groß, nicht weit von Freiburg gelegen. Kirchzarten, Austragungsort der 6. Mountainbike-Weltmeisterschaften überhaupt. Und Kirchzarten, der Ort ist eine Mountainbike-Hochburg. Schon 1990 wurden hier die deutschen Meisterschaften ausgetragen, 1992 ein Weltcuprennen und jetzt also 1995 die Weltmeisterschaften. Sicherlich der Höhepunkt in der Geschichte des Ortes in den letzten Jahren. Mountainbiker aus 49 Nationen prägen das Stadtbild. Etwa 1500 Sportler sind hierher gekommen. Und überall ist natürlich das Thema Mountainbike in diesem wunderbaren Schwarzwaldort, der damit natürlich auch auf eine neue Klientel setzt im Tourismus. Die Zeiten des Skifahrens im Schwarzwald sind ein bisschen vorbei. Gemeinsam mit den Wanderern will man hier auch Mountainbiker herbringen. Heute also die Entscheidung im Downhill. Wie gesagt, die sicher spektakulärste Untersportart im Mountainbike. Hier die Strecke, die über 4,7 Kilometer führt, auf 650 Höhenmeter verteilt am Rappeneck. Da geht es hinunter nach Dietenbach, ein Ortsteil in Kirchzarten. Und es ist eine Strecke, die überwiegend durch den Wald führt, zu 90% zum ersten Mal. Die meisten Downhill-Strecken führen häufig auf Skiabfallstrecken, vor allem in den USA ist es so, da kommt dieser Sport daher. Und in den Bildern der subjektiven Kamera sehen Sie, wie schmal zum Teil diese Waldwege hier sind. Das ist Regina Stiefel, Deutschlands beste Downhill-Fahrerin. Und sie hat uns Anfang der Woche einmal erklärt, auf was es beispielsweise ankommt. Also ich habe einen Streckenabschnitt, wo es zwei Linien gibt. Es gibt eine untere Linie und eine obere Linie. Die obere Linie ist sicherlich die kürzere. Momentan ist sie fahrbar, weil sie trocken ist. Wenn es eben nass ist, sind viele Querwurzeln und das ganze Gelände ist abschüssig und dadurch schwierig zu fahren. Also ich werde auf alle Fälle versuchen, die obere Linie zu fahren, weil es einfach von der Kurve her kürzer ist. Ich spare mir also den unteren Weg, der um einiges länger ist. Und auf Sie haben Sie heute gesetzt, die Fans. Regina Stiefel aus Greinau bei Garmisch, 28 Jahre alt. Sie hat in diesem Jahr den Gesamtweltcup im Downhill gewonnen, zuletzt in Kaprun bei der letzten Einzelentscheidung überlegen gewonnen. Und Regina hatte sich enorm viel vorgenommen. Die Strecke allerdings nach tagelangem Regen aufgeweicht, ist dann etwas abgetrocknet, nun im Laufe dieser Woche. Und sie musste relativ früh an den Start. Die besten 20 starten in umgekehrter Reihenfolge. Und nach einem verpatzten Trainingslauf, sie ist zweimal gestürzt, musste sie bereits als Siebte ins Rennen gehen auf dieser schweren Strecke. Regina Stiefel, eine sehr ungewöhnliche Erscheinung in dieser Sportart. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder. Ihr Ehemann Peter Stiefel ist ebenfalls Downhill-Fahrer, nicht ganz so erfolgreich wie sie. Zuschauer heute im Laufe des Tages an den Downhill-Strecken. Es begann ja heute schon gegen Morgen. Und in der Zeitlupe werden Sie jetzt gleich sehen, dies eine der schwierigsten Passagen. Von Regina Stiefel mit der Startnummer 8. Hier sehr eng stehen die Bäume beieinander, wenn man da nicht aufpasst. Und dann ist es passiert. Sicherheit, ein großes Thema im Downhill. Da hat Kirchzarten versucht und sie haben es geschafft, Maßstäbe zu setzen. Ja, das war nicht ganz sauber, das ahnte sie wahrscheinlich. Hier noch einmal die Slow Motion, wie sie aus dem Wald hinausfährt. Wie gesagt, nur ganz wenige Strecken, die nicht durch den Wald führen. Schwierig auch für die Fernsehkameras überhaupt hier durchzukommen. Deswegen auch etwas länger die Slow Motions, damit wir wieder auf die Strecke kommen. Und dann kam sie in den Zielhang, Regina Stiefel, angefeuert hier von den zigtausend Fans. Und dann war ihre Zeit 7 Minuten 29 Sekunden und das war nur der zweite Platz. Vor ihr war schon die Schweizerin Brigitta Kasper schneller gefahren und dann ahnte sie es, das würde heute vielleicht nichts werden, hier ihre Mutter. Ich hatte heute den ganzen Tag vor dem Rennen schon nicht unbedingt ein lockeres Gefühl, wo man einfach schon weiß, halt kann was gehen. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht einfach, es ist doch eine ziemliche Belastung. Und ich dachte eigentlich, dass ich es leichter wegstecke, wie gesagt, das ist... Ich habe eigentlich mein Soll erfüllt für dieses Jahr, aber man wird einfach auch von dem Ganzen drumherum und auch dazu im eigenen Land
immer wieder daran erinnert und ich bin einfach damit nicht fertig geworden. Halt. Das ist eine Nervensache der einzelnen Fahrer, nur wenn die oben losfahren, kann ich nichts mehr daran ändern. Eine Regina Stiefel hätte sie in der Hand gehabt, die hat aber oben einen Fahrfehler gemacht in der Wurzelpassage und eben die Weltspitze ist sehr, sehr eng und da muss man eben sehen, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn irgendwo ein Fahrfehler gemacht wird, das ist genau wie im Skilauf, rückt natürlich der nächste Konkurrent nach und das ist die Weltspitze so eng, da geht es um Sekunden und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Und die besten Fahrerinnen sollten ja noch kommen, zum Beispiel Lee Donovan aus Kalifornien, aus Mission Viejo genauer gesagt, 22 Jahre alt, in diesem Jahr 9. im Gesamtweltcup. Also, Daumen drücken für Regina Stiefel. Die Donovan wurde hier im Vorfeld nicht zum Favoritenkreis gezählt, allenfalls zum erweiterten Kreis. Seit 3 Jahren fährt sie Downhill, im Juli 92 allererstes Mountainbike-Rennen überhaupt. Beim Training gestern häufig gestürzt, aber es lief glänzend bei ihr. Hier auf dieser Passage, etwa 1 Kilometer vor dem Ziel, machen die Fahrer noch einmal enorm Tempo. Da gilt es, in die Pedale zu treten, da geht es ganz leicht bergauf. Hier kann man noch mal Sekunden gewinnen, die man oben eventuell in den technischen Passagen verloren hat. Hier sieht man sehr schön das Gewicht verlagern, von hinten nach vorne. Der Sattel bei den Downhill-Fahrrädern liegt ja wesentlich weiter hinten als bei einem normalen Fahrrad. Einfach damit die Gefahr ausgeschlossen wird oder verringert wird, nach vorne über den Sattel zu stürzen und dann über den Lenker zu stürzen. Und dann kam Lee Donovan auf die Zielgerade und die Zeit, die da aufleuchtete, die konnte man eigentlich gar nicht glauben. Das waren 23 Sekunden schneller als bei Regina Stiefel, 20 Sekunden vor der Bestzeit. Lee Donovan, 6 Minuten 37 Sekunden. Und dann Missy Giovi, die Titelverteidigerin. Über sie ist schon so viel geschrieben worden. Sie ist der bekannteste Vogel, muss man sagen, der schrägste Vogel im Downhill-Zirkus. 23 Jahre alt, gebürtig in Manhattan, dort aufgewachsen. Und sie stürzte zum ersten Mal ins Bild unserer Kamera gerückt. Gleich ist es in der Slow-Motion zu sehen, in dieser sehr schwierigen Kurve. Aber kein Wunder bei Missy Giovi, muss man vielleicht sagen, denn sie ist bekannt für ihren Fahrstil. Immer volles Rohr, riskant den Berg hinunter. Sie hat auch schon oft Tribut zollen müssen. Rippenbrüche, Beckenbrüche und in diesem Jahr im Sommer beim Weltcup in Mount Snow hat sie sich das Schlüsselbein gebrochen. Keiner hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie noch mal starten könnte hier in Kirchzarten. Aber das Ergebnis eines besessenen Willens, Missy Giovi hier am Start. Und da schien eigentlich alles schon aussichtslos nach diesem Sturz. Das ahnten die Zuschauer. Aber wie gesagt, Missy Giovi immer bereit, volles Risiko zu fahren. Sicher auch mit einem Grund, warum vielleicht das Image dieser Sportart manchmal noch etwas leidet. Spektakulär für die Zuschauer hier in dieser Passage. De supervision, Missy Giovi, la tenante du titre, mais elle est rapidement remontée sur le. Hier sieht man, wie eng die Fahrer zwischen den Bäumen durchfahren müssen. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zum Skiabfahrtslauf. Sicher, hier ein kleiner Fahrfehler und man landet an den Bäumen, die allerdings hier vorbildlich abgesichert sind durch Strohballen, Luftpolster. Fangnetze gibt es so gut, was sicher noch kein Downhill-Rennen, da sind sich die Fahrer einig gesichert. Und dann kam Missy Giovi auf die Zielgeraden und sie hatte immer noch trotz Sturz und Fehler eine unglaubliche Zeit vorzuweisen. 6 Minuten 54 Sekunden, das war der zweite Platz. Und natürlich ärgerte sie sich über das, was ihr da oben widerfahren war, Missy Giovi, die immer gewinnen will. Giovanna Bonazzi, auch sie eine Titelfavoritin, zweifache Siegerin schon bei der Weltmeisterschaft 91 und 93, 29 Jahre alt. Und sie sehr elegant hier in dieser Stelle, da sieht man, wie die Fahrer durchgeschüttelt werden auf diesen Wurzelpassagen. Da kommt es ganz entscheidend darauf an, wie man bremst. Richtiges Bremsen ist beim Mountainbike ganz entscheidend. Nicht zu viel und vor allem aber auch an der richtigen Stelle. Auf dem Gesicht die Anstrengungen abzulesen,
Es ist ein ständiger Rhythmuswechsel, sicherlich eines der Hauptkennzeichen dieser Strecke. Kommt sie dann auf diese lange geraden Ausfahrt aus dieser schwierigen technischen Passage Tempo machen für die sehr gute Technikerin aus Verona. Sie war heute Morgen noch einmal hochgelaufen, die Strecke, und hatte sich dann entschieden, auf trockene Reifen umzustellen. Die Mountainbiker haben ja fünf verschiedene, die Downhiller vor allem, fünf verschiedene Reifensorten mit dabei, um die ganz verschiedenen Bodenverhältnisse hier zu bewältigen. Da werden die Fahrer durchgeschüttelt. Die Downhill-Räder sind voll gefedert, vorne und hinten. Anders wären diese Belastungen nicht mehr auszuhalten. Hier sehen Sie schon, wie sie ganz nach hinten geht und sich trotzdem etwas verbremst in dieser schwierigen Stelle, wo es doch noch immer feucht ist. Dann auch Giovanna Bonazzi auf der Zielgeraden und auch sie, die ewige Zweite im Weltcup, hat wieder die zweitbeste Zeit erreicht. 15 Sekunden hinter Lee Donovan, da sieht man, welche grandiose Zeit die Amerikanerin vorgelegt hat. Und dann, als alle schon dachten, die Entscheidung sei gefallen, kam Mercedes González, gebürtig in Madrid, startet für Spanien, aber lebt in Kalifornien, 32 Jahre alt. 20 Jahre ist sie Motocross gefahren, im letzten Jahr zum ersten Mal überhaupt auf einem Mountainbike gesessen, überhaupt einen Downhill gefahren, ganze 6 Rennen gestern. Und sie sagte, so nervös war ich noch nie in meinem Leben zuvor als heute Morgen vor diesem Rennen. Aber ich habe gewusst, als ich in Kalifornien weggefahren bin, hier kann ich es vielleicht aufs Podium schaffen. Und als sie im Ziel war, alle hatten wir sie verpasst, da war sie auf den zweiten Platz nach vorne gefahren. Mercedes González aus Kalifornien am Start für Spanien. Yesterday in practice, I crashed every run at least twice. Und Lee Donovan war die Weltmeisterin und sie erzählte, dass sie gestern im Training ständig gestürzt ist. Und sie dachte, vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Also Lee Donovan, Weltmeisterin im Downhill der Damen 1995 vor Mercedes González und Giovanna Bonazzi, Italien, Regina Stiefel auf Rang 8. Aber sie hat ja schon den Gesamtweltcup in diesem Jahr gewonnen. Und dann warteten die Zuschauer gespannt auf die Entscheidung bei den Herren. Und es begann mit Christian Taillefer, 25 Jahre alt, ein Franzose aus Var. Er ist ein Medienheld in Frankreich. Er war 1991 Sieger des ersten offiziellen Downhills. Ja, und die Passagen nun dürfte ihm zugutekommen. Taillefer steigt im Winter gerne auf Hochgeschwindigkeitsskier, ist Highspeed-Skifahrer und seine Zeit sollte schon, die nicht im Bild war, sollte schon eine Maßgabe sein für Jürgen Benecke, Deutschlands besten Downhiller der vergangenen Jahre. Er ist der Lokalmatador hier, kommt aus Freiburg, startet für Stuttgart und Beni, wie sie ihn nennen. Er hat ein gutes Gefühl, sagte er vorher. Ich bin ganz gut drauf hier auf meiner Heimatstrecke. Da müsste es doch vielleicht einmal klappen. Er, der Gesamtweltcup-Sieger des Jahres 93, Zweiter im letzten Jahr. Ein brillanter Techniker, Jürgen Benecke. Die Strecke hier musste ihm liegen, genau diese Passage. Er musste relativ früh an den Start, weil ihm im Platzierungsrennen die Kette abgesprungen war. Da war er also nur 18. Bei den Herrenstarten 35, die besten 35 in umgekehrter Reihenfolge. Jürgen Benecke ging als 17. an den Start. Nach ihm würden also noch einmal 18 gute Fahrer kommen. Ja, und hier versuchte er natürlich Tempo gut zu machen. Jürgen Benecke, der 23-Jährige, als Junior war ein Multitalent. Er stand in fast allen Möglichkeiten, Rad zu fahren, oben auf dem Treppchen. Er war in dem Sprinterkader, er war auf der Bahn stark. Er fuhr auf der Straße, entschied sich dann fürs Mountainbike und ist nun der deutsche Downhill-Matador. Sehr schön, wie er hier diese Kurve genommen hat.
Und dann warten sie im Zielang natürlich auf Jürgen Benecke. Noch einmal Gelegenheit, bis die Zielkamera ihn einfangen kann, die Slow Motion zu sehen hier im Wald. Diese Downhill-Räder sind ja enorme Hightech-Geräte. Das ist vergleichbar fast mit der Formel 1, wenn man so hochgreifen will. Die Top-Fahrer reisen mit zwei Mechanikern an, einer, der speziell nur für die Federungen da ist, bei Federwegen von 15 cm beispielsweise hinten. Das ist für die Fachleute enorm. Und dann merkte man es am verhaltenen Jubel. Das könnte knapp werden mit einer Bestzeit. Das könnte knapp werden für Jürgen Benecke. 6:12:91 galt es zu schlagen. Das hatte Christian Taillefer vorgelegt. 6:12:91. Und es reichte nicht. 6:13:69 zu diesem Zeitpunkt. Hier sogar nur der dritte Platz. Schade für Jürgen Benecke. Ich muss sagen, das Publikum war echt wahnsinnig. Druck habe ich nicht gespürt. Im Gegenteil, nur Anfeuerung. Das war echt, echt geil. Hat echt Spaß gemacht. Ja, mit einer Medaille, obwohl noch auf Rang 3, da sollte es nichts werden. Das ahnte er. Es kamen noch 17 Topfahrer, zum Beispiel hier Thomas Misser, 20 Jahre alt, ein Spanier aus Barcelona, im letzten Jahr Vierter der Weltmeisterschaft. Auch ihn hatte hier niemand im Vorfeld genannt unter den 20 oder 10 Favoriten, wenn man so will. Er war in diesem Jahr nur 31. im Gesamtweltcup. Thomas Misser, auch sein Bruder, fährt hier im Downhill-Zirkus. Das motiviert ihn immer wieder, das gemeinsame Training. Ja, und Thomas Misser legte in der Tat eine neue Bestzeit vor mit 6 Minuten 10:38 vor Christian Taillefer. Damit war Jürgen Benecke vom Treppchen verbannt. Aber oben stand noch Christian Lemmerz, der würde später noch kommen. Noch nicht alle Hoffnungen vorbei auf eine Medaille. Damit der Startnummer 8, Scott Sharples. Ein Australier, 27 Jahre alt, aus Perth. In Australien ist die Saison natürlich vorbei. Dort ist es Winter, dort wird es ganz langsam Frühjahr jetzt. Er fährt über Sommer in den Vereinigten Staaten. Dort war er Vierter beim klassischen Weltcuprennen in Mammoth Lakes. Ja, Scott Sharples, die Bestzeit würde er nicht mehr einholen können. Aber der zweite Platz zu diesem Zeitpunkt, Jürgen Benecke, rückt also immer nach hinten. Und dann warten auf den Titelverteidiger, den Weltmeister François Gachet aus Saint-Gaudens in Frankreich. Im letzten Jahr Weltmeister und Gesamtweltcupsieger, Europameister in diesem Jahr. Ein technisch brillanter, wenn nicht der beste Downhiller der Szene, François Gachet, sehr unspektakulär in seiner ganzen Art, aber sehr schnell, enorm schnell. Sehr schön, wie er diese Passage hier meistert. Für die Zuschauer natürlich ein Genuss. Es gibt ja in Deutschland 7 Millionen Mountainbiker. Aber eine solche Strecke hinunterzufahren, das können nur ganz wenige, 500 waren insgesamt hier am Start, die sich über verschiedenste Qualifikationen dann bis in das Seniorenrennen vortasteten. 138 gingen hier an den Start. Und François Gachet auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit. Das war die Frage im Weltcup dieses Jahr, nur Vierter. Ein paar Materialprobleme, wie er sagte. Aber beim Einbiegen in die Zielkurve, da
Da war er doch um einiges vorne. Mann. Das würde die neue Bestzeit werden. Unter 6 Minuten. Nein, 8 Hundertstel über der 6 Minuten Schallmauer, so wollen wir sie heute mal nennen. 10 Sekunden besser. François Gachet, der Titelverteidiger. Und dann die Konkurrenz aus dem eigenen Land, die größte. Nicolas Vouilloux aus Nizza, 19 Jahre alt. Die Zukunftshoffnung, Hoffnung ist eigentlich untertrieben, der dreifache Juniorenweltmeister und in diesem Jahr Gesamtweltcupsieger, Zweiter der Europameisterschaften, da hat er gegen Gachet verloren, Nicolas Vouilloux. Sie nennen ihn E.T., den Außerirdischen. Perfekt, seine Bike-Beherrschung hier. Man muss ganz locker auf dem Rad sitzen, so sagt er. Das klingt ganz einfach, aber eins werden mit seinem Bike, das ist ein großes Ziel, immer für, speziell für die Downhiller, und das gelingt bei ihm mit schlafwandlerischer Sicherheit. Nicolas Vouilloux. Auch ihm mit der Slow Motion zuzuschauen, ist natürlich ein Genuss. Hier in diesem sehr schwierigen Waldstück, das von Wurzeln durchsetzt ist. Kurz anbremsen. Und dann ein gemäßigter Powerslide, wie sie dieses Blockieren des Hinterrades und das Rutschen um die Kurve nennen in der Fachsprache. Nicolas Vouilloux zum ersten Mal in diesem Jahr bei den Senioren am Start. Perfekt, ein Genuss zuzuschauen, wie er mit seinem Downhill Mountainbike umgeht. Und dann wartete unten François Gachet auf Nicolas Vouilloux und er ahnte es, es würde nicht reichen. Nicolas Vouilloux zum ersten Mal bei den Herren dabei und die Bestzeit. 5 Minuten 57,98, 2 Sekunden schneller als sein großer Konkurrent, als François Gachet. Und oben standen nur noch 3 Fahrer. Mike King aus den USA, Weltmeister 1993. Zweite im Gesamtweltcup dieses Jahres hinter Nicolas Vouilloux. Auch er ein brillanter Techniker, ehemaliger BMX-Profi. Sehr viele Downhiller kommen hier aus dem BMX, aus der Jugend, aus diesem Fahrrad, mit dem man springen kann und Sachen machen kann, die man sich auf einem normalen Fahrrad nicht wagt, davon zu träumen. Mike King. Sehr schön hier. Auf dem Weg nach unten auch eher eine Art Pendant zu Missy Jovi, dem schrillen Vogel bei den Damen. Auch er bekannt für seinen Fahrstil, alles oder nichts. Er sieht oft das Ziel nicht, wegen vieler Defekte und Unfälle. Wenn er aber ankommt, dann ist er meistens ganz vorne mit dabei. Mike King aus Chula Vista in den USA. Also, im Moment vorne Nicolas Vouilloux vor François Gachet. Hier diese sehr schwierige Passage. Das geht natürlich nur so etwas in diesem Tempo mit Hightech-Rädern. Oft aus Titan mit gebogenen Lenkern, Scheibenbremsen oder mit hydraulischen Felgenbremsen versehen. Das ist ja ein Markt geworden, die Mountainbikes, für ungeheuer viele Firmen. Und dann kam Mike King auf die Zielgeraden und es war klar, er konnte natürlich Nicolas Vouilloux nicht mehr gefährden, François Gachet auch nicht mehr. Aber der dritte Rang. Und damit wird er Thomas Mitter vom Siegerpodest. Und dann ging der Blick wieder nach oben, vor allem für die deutschen Fans. Da wartete Christian Lemmerts aus dem deutschen Nationalteam beim Platzierungsrennen am Freitag. Überraschend. Zweiter, ihm liegt dieser Kurs hier. Sehr schön, der 23-Jährige aus Bad Honnef.
in seiner ersten Weltcup-Saison 35. Und würde er vielleicht für eine Überraschung sorgen, die Vorgaben umsetzen, die er sich selbst hier gegeben hat auf dieser Strecke, die er immer wieder abgefahren ist. Seit 3 Wochen sind ja die deutschen Mountainbiker und auch die Downhiller gemeinsam hier im Trainingslager gewesen. Christian Lemmerz. Vielleicht würde er es besser machen als Jürgen Benecke. Auch hier nochmal zu sehen, wie dieses Material hier beansprucht wird. Wenn da nicht alles vom Besten ist, perfekt montiert, dann kann es sein, dass hier mein Reifen runterspringt oder der Rahmen bricht und dann ist es ohnehin vorbei. Das sieht gefährlich aus zwischen den engen Bäumen. Es ist heute bei dem Rennen der Damen und Herren nicht viel passiert. Im Laufe der Woche allerdings gab es doch einige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber, der Erzermatt, steht hier bereit. 5-mal mussten sie einschreiten. Es gab eine schwere Wirbelsäulenverletzung. Das ist bei diesem Sport trotz enormer Sicherheitsmaßnahmen natürlich nicht zu vermeiden. Dann Christian Lemmerz bei der Einfahrt in den Zielhang. Es würde natürlich nicht mehr für eine Medaille reichen. Vielleicht würde er die Zeit von Jürgen Benecke schlagen können. 6:13:76 und er schaffte es. 6:13:07. Das war der 7. Rang. Am Ende würde es der 8. Rang für Christian Lemmerz gewesen sein. Ich muss sagen, der Verband hat wirklich sich da reingekniet und Gelder dazu freizumachen. Und ich glaube schon, wenn man die Ergebnisse sieht, dann geht es aufwärts da drin. Und ihr seht ja selber, das ist eine unheimlich populäre Sportart. Sonst werden ja nicht 50.000 an der Rennstrecke stehen. Und das ist eben auch das, wo wir dran arbeiten müssen, dass wir noch gerade den letzten Sprung auf den Zug erwischt haben und nicht verschlafen haben. Das ist noch einmal Nicolas Bouillot bei seinem Siegeslauf. Der neue Weltmeister im Downhill der Herren. Technisch perfekt. Ihm wird die Zukunft gehören. Die Franzosen beherrschen ja das Downhill seit einigen Jahren. Nirgendwo gibt es bessere Trainingsbedingungen als im Nachbarland. Es gibt inzwischen richtige Downhill-Kindergärten, wo die Kinder sehr früh mit dem BMX-Rad und dann mit dem Downhill-Rad an das Abfahren gewöhnt werden. Die Erfolge der Franzosen kommen ja nicht von ungefähr. Das Ergebnis also Nicolas Bouillot, der Weltmeister im Herren-Downhill vor François Gachet, ebenfalls Frankreich, und Mike King aus den Staaten. Christian Lemmerz, der 8. Platz, die beste deutsche Platzierung in diesem Jahr. 9. Jürgen Benecke, der Bundestrainer, hat es angesprochen. Es geht aufwärts in den nächsten Jahren. Und dann, als alle dachten, es wird nichts mehr passieren, kam das Rennen der Junioren. Das wollen wir nicht vorenthalten. Und da war Markus Klausmann aus Denzlingen hier bei Freiburg, einer der großen Mitfavoriten. Im letzten Jahr 5. der Junioren-WM, 2. der Junioren-WM vor 2 Jahren. Souveräner deutscher Meister. Er beherrscht in seiner Altersklasse alle bei der Abfahrt den Berg hinunter. Und hier hofften die Zuschauer alle noch einmal. Vielleicht klappt es ja noch mit einem Weltmeistertitel bei den Junioren der letzten Entscheidung heute im Downhill. Und Markus Klausmann hatte sich enorm viel vorgenommen. Ein sehr stiller, zurückhaltender junger Mann, der aber auf dem Fahrrad seine Fähigkeiten perfekt umsetzen kann. Sehr nervenstark, frenetisch hier noch einmal angefeuert von den Zuschauern, die alle bis auf den letzten ausharten, weil sie wussten, mit Markus Klausmann, da kommt noch einer, da steht noch mal einer oben, einer unserer perfekten Techniker, da können wir vielleicht noch einmal auf eine Medaille hoffen. Genießen Sie jetzt noch einmal diese wunderschöne Slow Motion. In der sicher schwierigsten Passage, schön, wie er nach hinten geht, das Gewicht nach vorne verlagert, wieder nach hinten, das ist ganz enorm wichtig, Gewichtverlagerung. Markus Klausmann, auch einer der Meister der Steuerkunst. Und nun wird es langsam und dann wurde es so laut wie noch nicht an diesen Tagen in Kirchzarten, als Markus Klausmann in die Zielgerade einbiegen sollte. Jetzt nochmal
Vor ihm war der Franzose Frédéric Garcia ins Ziel gefahren. Und dann wussten die Zuschauer, es würde nicht reichen für den Weltmeistertitel. Aber es reichte für den zweiten Platz. Juniorenweltmeister wurde wieder ein Franzose, Frédéric Garcia, 8 Sekunden vor Markus Klausmann. Aber natürlich ein Riesenerfolg für den 17-jährigen Lokalmatadoren aus Freiburg. Markus Klausmann, Zweiter im Downhill, also doch noch einmal ein gelungener Abschluss hier am Tage der Downhill-Meisterschaften in Kirchzarten. 6. Downhill-Weltmeisterschaften. Morgen geht es weiter mit den Entscheidungen im Cross-Country und mit dieser Slow-Motion noch einmal diesem wunderschönen Bild dann zurück nach Stuttgart.